Die Grünen hatten eine Klage gegen die AfD wegen einem harmlosen Gedicht eingereicht und allein das war schon kompletter Schwachsinn. Aber jetzt gab es endgültig die Entscheidung der Staatsanwaltschaft und eine richtig deftige Klatsche für die Grünen. Schauen wir uns diese große Blamage der Grünen mal an. Los geht's. Also meine lieben Zuschauer, ich weiß ja, dass die Schadensfreude nicht die beste menschliche Eigenschaft ist, aber bei den Grünen ist mir das vollkommen egal. Die Grünen sind die gefährlichste Partei unseres Landes und sie zerstören unser geliebtes Deutschland. Und genau deswegen ist jeder Rückschlag der Grünen ein großer Segen für uns und für unser deutsches Volk. Immer wenn die Grünen eine Klatsche bekommen, dann ist das ein großer Grund zum Freuen und das sind oft die besten Nachrichten des Tages. Wenn ihr das genauso seht, könnt ihr das Ganze ja schon mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt gab es wieder eine richtig schön große Klatsche für die Grünen, weil es nicht nur um irgendeine Belanglosigkeit ging, sondern um einen heftigen Schlag gegen die ganze kaputte grüne Ideologie. Weil der grüne Politiker Bernhard Stengele hatte ja in Thüringen Strafanzeige gegen den AfD-Chef Björn Höcke und Stefan Möller eingereicht, weil die in ihrem AfD-Programm für die Landtagswahl das Gedicht »Rauschet ihr noch ihr alten Wälder« aus dem Jahr 1912 abgedruckt hatten. Und der grüne Bananenpolitiker Stengele, der sah darin den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, also Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, und deswegen hatte er die ganze AfD-Führung angezeigt. Und die Begründung des grünen Politikers war, dass der Dichter dieses Gedichtes ein Anhänger der NS-Zeit war und man deswegen bei der Verwendung seines Gedichtes ebenfalls sich an der NS-Zeit aufgeilt und damit die Opfer verharmlost. Und das ist natürlich der allergrößte Schwachsinn und zeigt erneut, wie kaputt die Grünen in ihrem Oberstübchen sind, weil nach dieser Ideologie müsste ja wirklich alles aus der NS-Zeit schlimm und verboten sein. Ja? Zum Beispiel dürfen wir auch die ganzen gebauten Autobahnen nicht mehr benutzen, die in dieser Zeit entstanden sind, weil die Autobahnen wären dann ja auch ganz böse. Ja? Also die Grünen sind so krass in der Geschichte stehen geblieben und schaffen es einfach nicht, ein gesundes Selbstwertgefühl in Bezug auf Deutschland aufzubauen, sodass sie immer wieder die abgenutzte NS-Keule auspacken müssen. Und das Ganze hatte der grüne Politiker damals auch auf Twitter groß angekündigt und hat dann direkt mal einen fetten Shitstorm entfacht, weil diese Strafanzeige, wie gesagt, der allergrößte Schwachsinn ist und eindeutig beweist, in welcher kaputten Ideologie die Grünen leben. Zum Beispiel schrieb der Twitter-User Name is Pending, das nennt man die politische Opposition strafrechtlich zu verfolgen. Schön, wie hier Leute meinen, dieses Bananenrepublik würdige antidemokratische Haltung rechtfertigen zu wollen und das als moralisches Nonplusultra versuchen darzustellen. Oder auch der Twitter-User André schrieb, euch fehlen alle ein paar Windungen im Oberstübchen, ganz große Windungen. Oder der Twitter-User Jens Kurske, ich weiß ja nicht, was du nimmst, aber nimm weniger. Das ist ja an Idiotie kaum zu überbieten. Und das, meine lieben Zuschauer, waren noch die harmloseren Kommentare. Aber glücklicherweise hat sich jetzt auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und dem grünen Politiker eine heftige Absage gegeben. Die Junge Freiheit schrieb, Ermittlungen gegen Thüringer AfD-Landesspitze wegen Landschaftsgedicht eingestellt. Die Thüringer AfD soll sich der Volksverhetzung mit einem Gedicht strafbar gemacht haben, meint ein Grüner. Doch die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein. Zwar räumt die Anwaltskanzlei selber ein, der Liedtext sei an sich noch unverfänglich, allenfalls rührlich romantisch, jedoch handelt er von schönen Thüringer Landschaften und sei in der NS-Zeit entstanden. Langheinrichs Volkslied wurde von mehreren Komponisten vertont. Der AfD-Landesverband hatte die Anzeige als Missbrauch der Justiz bezeichnet. Es handelt sich dabei um den Versuch des grünen Spitzenkandidaten Stengele, seinen eigenen Bekanntheitsgrad auf Kosten der AfD zu steigern. Und genau so sieht's aus. Die Grünen sind ja zu Recht
in Thüringen hochkant aus dem Parlament rausgeflogen und keiner kann diese Flitzepiepen noch sehen. Also versuchen diese grünen Flitzepiepen jetzt abseits des Parlaments Aufmerksamkeit zu erregen und damit an Bekanntheit zu erlangen. Und das Krasse ist, die Grünen machen genauso weiter mit ihrer schwachsinnigen Methode, die sie schon seit Jahren benutzen, aber die einfach nicht mehr funktioniert. Ja? Aber die Grünen raffen das einfach nicht. Die Grünen haben ja absolut null eigene Argumente und kein Interesse an Politik fürs deutsche Volk. Die Grünen sind eine komplett verbitterte Verbotspartei, die sich nur noch über den Kampf gegen die AfD definiert und dafür weiterhin die abgenutzte NS-Keule benutzt. Und das ist absolut armselig und eine Schande für unser Land. Und nachdem die ja aus so vielen Parlamenten rausgeflogen sind, müsste man denken, die lernen daraus vielleicht. Aber nein, die machen einfach weiter. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch richtig gut, dass die Grünen damit weitermachen. Weil genau damit sorgen sie nämlich dafür, dass sie noch schneller in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden und dann am Ende aus allen Parlamenten rausfliegen. Und da möchte ich meinen guten YouTuber-Kollegen Olli zitieren, der sagte, es ist wirklich sehr schade, dass Ricarda Lang bei den Grünen zurückgetreten ist. Weil diese Frau war mit ihren ganzen schwerwiegenden Aussagen ein Garant dafür, dass die Grünen jeden Monat weitere Prozente bei den Umfragen verlieren und weitere Wähler verlieren. Ich meine, klar, ihre Nachfolger sind auch keinen Deut besser und dieselbe Art Bananenpolitiker. Allerdings fehlt es denen noch an Bekanntheit, sodass denen ihre Schwachsinnsreden von keinem wirklich ernst genommen werden. Aber unabhängig davon können wir uns heute erstmal über die fette Klatsche von den Grünen wegen dem Heimatgedicht freuen und sehen eindeutig, dass die NS-Keule auch bei der Staatsanwaltschaft nicht mehr zieht. Also herzlichen Glückwunsch an die AfD für diesen Etappensieg und auch herzlichen Glückwunsch an Deutschland wegen seinen schönen Heimatgedichten. Und wenn ihr diese Klatsche für die Grünen genauso gut findet, dann teilt mein Video gerne mit allen euren Freunden.